Hallo, ich freue mich, dass du auf meinem Kanal Positive Alltagskompetenz bist. Mein Name ist Martina Gebhardt und ich bin Ergotherapeutin. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, welche Bedürfnisse haben eigentlich autistische Menschen und wie schwierig ist es für sie, herauszufinden, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, weil auch unsere Welt sich immer an den Bedürfnissen von nicht-autistischen Menschen orientiert. Deine eigenen Bedürfnisse zu kennen, was brauche ich, damit es mir gut geht, ist enorm wichtig, denn daraus entwickelt sich der Selbstwert. Deswegen sollte ich für mich mal durchgehen, so wie geht es mir denn in Bezug zum Thema Bindung zum Beispiel? Wie viel Bindung brauche ich? Brauche ich täglich jemanden? Reicht es mir einmal im Monat, einmal in der Woche? Wie stehe ich zu körperlicher Bindung, Nähe? Wie viel brauche ich da? Wie viel Sexualität ist mir wichtig? Und was brauche ich in der Sexualität? Möchte ich eine Familie? Möchte ich eine Partnerschaft? Möchte ich zusammenleben oder lieber alleine? Sich das alles wirklich mal so klar zu machen, ohne den Filter darüber zu legen, was die Gesellschaft denkt, was Mensch so braucht. Wie sieht es im Thema Selbstbestimmung aus? In welchen Bereichen bin ich schon selbstbestimmt? Zum Beispiel im Wohnen, in dem, wie ich mein Leben gestalte, kann ich eigene Entscheidungen treffen oder benötige ich da immer noch Hilfestellung? Kann ich um Hilfe bitten? Habe ich ein eigenes Wertesystem, was mir wichtig ist? Habe ich so eine Gruppe um mich, die das mit mir leben? Kann ich entscheiden, mit wem ich da zusammen sein will? Wo stehe ich da? Lebensfreude. Kann ich Lebensfreude entwickeln, den Augenblick genießen, Sinn im Leben haben, ein erfülltes Leben führen, so dass es mir gut geht in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, ich lebe mein Leben und ich werde gelebt. Eng damit verbunden ist wirklich der Sinn herauszufinden, so was möchte ich tun, was möchte ich bewirken, was ist mir wichtig, was ist mir auch nicht wichtig, was möchte ich vielleicht auch nicht mehr in meinem Leben haben. Und auch Kompetenz und Anerkennung. Wo erfahre ich Wertschätzung? Und wo kann ich meine Fähigkeiten zeigen und leben? Welche Wege führen sonst vielleicht dahin, damit ich das machen kann? So einmal so für sich zu gucken, wo stehe ich da? Ein guter Kompass für auch Bedürfnisse ist, wenn ich mir über Gefühle mal klar werde. Was brauche ich, wenn ich zum Beispiel ärgerlich bin? Möchte ich da mit jemandem reden, meinen Ärger teilen? Ziehe ich mich eher zurück? Was tut mir gut in dem Moment? Gehe ich aus der Situation? Was brauche ich, wenn ich mich erschöpft fühle? Ist es mir dann wichtig, mir eine Umarmung abzuholen? Jemand, der für mich dann sorgt, mir vielleicht einen Tee kocht? Oder brauche ich auch den Rückzug? Was mache ich, wenn ich unter Druck bin, gestresst bin? Was tut mir dann gut? Was brauche ich in dem Moment? Vielleicht ist es, dass ich nochmal mir einfach innehalte, nochmal mir angucke, was sind gerade die Aufgaben, vielleicht auch mir Hilfestellung hole, die in kleinere Teile einteile, auch so mir Hilfestellung bei der Entscheidung, was ist jetzt wichtig, was kann ich vielleicht schieben, um mir den Druck zu nehmen. Was brauche ich dafür, wenn ich so völlig gelangweilt bin, wenn ich in der Situation bin, die ich jetzt aushalten muss, zum Beispiel Schule, Studium oder auch manchmal auch im Beruf, wo so Sachen sind, die mich gar nicht interessieren. Was kann ich da für mich tun? Wie kann ich dann trotzdem meine Motivation aufrechterhalten? Vielleicht, indem ich mir schon überlege, was ich danach Schönes mache. Vielleicht, wenn ich nur zuhören muss, dass ich was male dabei, um mir trotzdem einen Wachheitsgrad zu erhalten. So, gucken bei den Grundgefühlen, auch traurig, was brauche ich, wenn ich traurig bin? Was hilft mir da bei diesem Gefühl? Was ist da für mich wichtig, zu meinen Bedürfnissen zu kommen? Und daraus entwickelt sich ein guter Selbstwert. Achtet mal drauf, was brauche ich, wenn ich das und das fühle? Und guckt mal nur nach euch. Was brauchst du in dem Moment?